Es ist ja eigentlich so, dass die Literaturgespräche am heimischen Kamin, hätte ich fast gesagt, stattfinden, am heimischen Schreibtisch. Ist heute anders. Wir hatten das schon zweimal, einmal bei Gehlen und einmal bei Bergel. Und da wir jetzt ja vor allen Dingen dieses Russland-Thema haben, dachten wir uns, nehmen wir mal einen Autor, um den wir ab und zu gebeten wurden, ihn zu besprechen, wo wir uns aber nicht so richtig herangetraut haben. Weil wir haben zwar gute Erinnerungen an Edwin Erich Dwinger, allerdings war mir bis vor wenigen Wochen das Gesamtwerk weitestgehend unbekannt. Ja, er spielt nicht in der Bundesliga. Ja, genau. Also zumindest mit den meisten Büchern nicht. Genau. Mit einigen, die gehören sicher zum eisernen Bestand einer jeden Bibliothek. Aber fangen wir vielleicht mal an. Dwinger, ich frage dich jetzt ganz bewusst, du hast mal in nicht allzu jungen Jahren, aber es ist schon wieder lange her, hast du mal ein Vorwort geschrieben zu dem wichtigsten Buch. Oder sagen wir mal, ja, eins von den beiden wichtigen Büchern. Das ist ein Kompliment. Du hast das Vorwort geschrieben für eine Neuveröffentlichung von Zwischen Rot und Weiß. Zwischen Weiß und Rot. Weiß und Rot. So. Jetzt frage ich dich, wann hast du zum ersten Mal in deinem Leben von Dwinger gehört? Das ist ja jetzt nicht so, dass man das mit der Muttermilch aufsaugt. Ja, das erste Mal in meinem Leben habe ich von Dwinger beim Militär gehört. Das war 1990. Ja. In der Fernspähkompanie 200 im Weingarten. Und wir hatten eine gut sortierte Bibliothek. Und der Betreuer dieser Bibliothek war Oberleutnant Saul. Und der wohnte in der Kompanie. Also wir alle wohnten in der Kompanie und er wohnte dort auch. Die Feldwebel wohnten dort auch. Das war damals schon eine Besonderheit, aber das hat bei uns in der Einheit noch gut geklappt. Und der hat uns jungen Offizieranwärtern Literatur zu lesen gegeben. Ich habe damals Dwinger kennengelernt, aber auch Bergengrün. Lass uns mal bei Dwinger bleiben. Ja, also gut. Also ich habe damals Dwinger kennengelernt und was ich las, ist natürlich eines dieser Kernbücher, das in jede gut sortierte rechte Bibliothek gehört, die Armee hinter Stacheldraht. Ja, nehmen wir mal das schöne Buch weg. Genau, und dann noch den Tod in Polen. Ja, über das, den Bromberger Blutsonntag. Genau, über den Bromberger Blutsonntag. Das waren die beiden Bücher, die ich von Dwinger las. Ich glaube, da waren noch mehr vorhanden, aber habe dann andere Autoren bevorzugt. Das war eine erstaunlich gut sortierte Bibliothek gewesen, wenn man bedenkt, dass ja dieses Buch über den Tod in Polen ein Auftragswerk des Propagandaministeriums war, dass das sich noch in der Bundeswehrbibliothek befand damals. Erstaunlich. Ich glaube, so Kompanien damals waren immer wie unaufgeräumte Speicher. Ja, ja. Also da lag halt alles rum, wenn man an die richtige Stelle griff. So. Entscheidend ist dann, also wieder Dwinger war dann eben tatsächlich noch während dem Studium der erste Lektoratsauftrag, den ich übernahm, eben dieses Werk Zwischen Weiß und Rot. Hast du auch korrigiert? Bitte? Hast du auch korrigiert? Nee, nur lektoriert und ein Vorwort dazu verfasst. Und das war damals auch diese erste engere Beziehung zum Stocker Verlag, der das nochmal neu rausbrachte. Ja, so. Jetzt reden wir mal über die Biografie von Edwin Erich Dwinger. Ja, also. Er ist 1898 in Kiel. 1898 in Kiel geboren. Ja. Wir haben das ja am Anfang noch sortiert bekommen, dass wir eher Schriftsteller so aus dem Osten besprochen haben. Mal ein Schwabe war jetzt dabei mit Geiser und so weiter. Kiel, Norddeutschland. Ja, also. Er ist in Kiel geboren, allerdings, das kommt ja später zum Tragen, seine Mutter bezeichnet er mal noch als Russin, obwohl sie ja auch schon in Deutschland geboren wurde, in Ostpreußen. Aber die Eltern seiner Mutter, seine Großeltern, sind wohl erst, glaube ich, in den 1860er Jahren nach Deutschland eingewandert. Genau, so. Und dadurch ist Dwinger zweisprachig aufgewachsen, was später dann eine gewisse Bedeutung haben sollte, hat sich 1914 kriegsfreiwillig gemeldet, ja, als 16-Jähriger bei den Dragonern, und zwar bei denen in Metz, also was weit weg war von zu Hause. Und sowohl das Russisch sprechen als auch das Reiten, Dragoner sind ja berittene Truppe,
sollte für sein späteres Leben entscheidend sein. Also wir können es schon mal vorwegnehmen, Dwinger hat eine unglaubliche Leidenschaft, nicht nur fürs Russische, sondern auch für Pferde. Und das kommt also auch an unmöglichen Stellen vor. Genau. Das hat er dann im Grunde kombiniert, als er an der Ostfront eingesetzt wurde im Ersten Weltkrieg. Und ich habe mir hier notiert, du dir hoffentlich auch, dass wir an dieser Stelle einen ersten ganz kurzen Exkurs über die Frage einschieben, was war denn eigentlich im Ersten Weltkrieg an der Ostfront los? Im Ersten Weltkrieg ist die Westfront deutlich bekannter als die Ostfront. Im Zweiten Weltkrieg ist es andersrum. Also in der Phase 1914-15, er ist dann 1915 im Frühjahr verwundet worden, in Kriegsgefangenschaft geraten. Das ist ja die erste Kriegshandlung der Russen gewesen, dass sie ja schon im August und dann endgültig im September Ostpreußen heimgesucht haben, also die Grenze überschritten haben und insbesondere den südlichen Teil Ostpreußens massiv verwüstet haben. Also die Städte dort, Allenstein und auch weil es noch was weiter südlich liegt, sind im Grunde, wenn man die Bilder sieht, fast dem Erdboden gleichgemacht worden und sind interessanterweise noch während des Krieges wieder aufgebaut worden. Mit anderen Worten, die Russen sind also sehr bald wieder aus Ostpreußen vertrieben worden. Das eine war die berühmte Schlacht, später so genannt bei Tannenberg, Hindenburg und Ludendorff. Und das zweite war dann die Winterschlacht in Ostpreußen, in der eben auch die Russen besiegt wurden. Also waren die Russen vertrieben und haben auch im Ersten Weltkrieg nie wieder einen Fuß, zumindest nicht auf reichsdeutsches Gebiet, gesetzt. Dwinger ist in Kurland in Gefangenschaft geraten. Was ja damals russisch war. Ja, und also mit 16 Jahren, ja, 17 in Kriegsgefangenschaft geraten und der ist bis 1920 nicht nach Deutschland zurückgekehrt. Und hat in diesen 5 Jahren die Hölle der Gefangenschaft erlebt und dann auch die Hölle des russischen Bürgerkriegs. Genau, also das ist jetzt, führt ja jetzt im Grunde zu seinen wichtigsten Büchern. Der Weg ging so, schwere Verwundungen, zunächst Lazarett in Moskau und dann ist er halt mit den Gefangenentransporten Richtung Sibirien gekommen und hat da dieses schlimme Lager Trotzkoje durchgemacht. Und die Schilderungen, die sind ja eindrücklich. Also da sind bis zu 80% der Besatzung von den Lagern oder der Insassen gestorben in den Wintern, einfach weil sie nicht versorgt wurden, weil sie erfroren, verhungert und an Typhus, Flecktyphus und solchen Sachen zugrunde gegangen sind. Die ganze Sache ist jetzt nicht so, dass es unbekannt gewesen wäre. Da gab es dann die Frau Elsa Brennström, eine schwedische Krankenschwester, der auch das erste Buch gewidmet hat, die sich also ganz speziell für die Rettung der Kriegsgefangenen in Sibirien eingesetzt hat, weil die Zustände waren bekannt und es wurde trotzdem nichts gemacht. Ja, das ist so die eine Phase. Dann will er fliehen, wird dann festgesetzt und wird vor die Alternative gestellt, wir können dich jetzt erschießen oder du kämpfst bei uns mit. Und bei uns waren in dem Fall die Weißen. Die Weißen, also genau. Ist ja der russische Bürgerkrieg ausgebrochen, in Ansicht, dass in St. Petersburg Lenin angelandet wurde, auch mit Hilfe der Deutschen, weil die sich eben den endgültigen Zusammenbruch bzw. eben das Kriegsende im Osten erhofft haben, um mit frischen und freien Kräften dann im Westen die Entscheidung herbeizuführen. Das ist ja dann diese doppelte Revolution, dann im Oktober 17. Dann wirklich die gewaltsame Machtübernahme der Bolschewisten, die dann in diesen Bürgerkrieg mündete. Frieden von Brest-Litovsk, der dann tatsächlich für die Deutschen die Truppen freigemacht hat. Und dann eben Beginn dieses Bürgerkriegs und dann vielleicht auch etwas, was kaum jemand immer so plastisch vor Augen hat, dass die Deutschen ja dann nochmal vorgestoßen sind und innerhalb von ein paar Wochen die komplette Ukraine besetzt haben, den Nachschub auch für die eigenen Truppen und für das eigene Land sicherzustellen und im Grunde erstmal so etwas wie eine Pufferzone zwischen sich und diesen Bürgerkrieg zu bringen. Und Dwinger musste auf weißer, also das heißt zarentreuer Seite in diesem Bürgerkrieg immerhin ein Dreivierteljahr mitkämpfen, bevor ihm dann die endgültige Flucht
ganz abenteuerlich über Litauen dann am Ende zurück ins Deutsche Reich gelangen. Genau. Also dann halt in die Weimarer Republik. Die Situation im Osten, insbesondere dann 1918, 1920, war ja auch davon geprägt, dass die Völker, die damals noch zum Russischen Reich gehörten, also die baltischen Völker, eigene Staaten ausgerufen haben. Die Polen haben dann einen eigenen Staat bekommen, den Deutschland ausgerufen hat. Und die Nationalitätenkonflikte spielen dann auch eine große Rolle, dann insbesondere eben auch in der Ukraine und weiter südlich noch. Ein wichtiger Name in dem Zusammenhang ist der Admiral Kaltschak, der Hoffnungsträger der Weißen war, der also als der Zarewitsch oder der Bruder des Zaren auch abgedankt hatte, dann so etwas wie so eine Art Reichsverweser gewesen ist und weil er antideutsch eingestellt war, von den Alliierten unterstützt wurde. Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, dass also als der russische Bürgerkrieg eskalierte, sind zum einen die tschechischen Truppen, die auch übergelaufen waren von den Österreichern zu den Russen, haben rebelliert und haben sich also in den Bürgerkrieg eingemischt. Und es sind halt insbesondere also im Osten Russlands, in Vladivostok und in Archangelsk und so weiter, sind alliierte Truppen gelandet, die eben auch in den Bürgerkrieg eingegriffen haben, aus zwei verschiedenen Gründen. Oder der wichtigste Grund war im Grunde, die Deutschen zu schwächen, weil man halt gesehen hat, wem es gelingt, innerhalb von 2 Wochen die Ukraine zu besetzen, der kann vielleicht noch ganz andere Dinge tun. Und das wollte man verhindern. Und die ganze Sache lief dann darauf hinaus, dass die Alliierten die Weißen verraten haben. Also die haben letztlich Kaltschak fallen lassen, der ist dann hingerichtet worden von den Bolschewisten. Und auch die anderen Truppenteile, Denikin im Norden und im Süden, Wrangel, sind dann letztlich auch gescheitert. Und das Interessante an diesen beiden Büchern, also das sind also meines Erachtens... Jetzt kommen wir zu im Grunde den beiden wertvollsten Büchern, ja, die Zwinger geschrieben hat. Ja. Müssen wir vielleicht... Also genau, willst du... Also ja, diese, es ist, das, ja, es ist so, Zwinger hat ein Werk gehabt vor diesen beiden Büchern, das aber nicht erheblich ist, und hat dann nach seiner Rückkehr... Also er hat natürlich erst nach seiner Rückkehr begonnen, überhaupt zu schreiben, hat dann mit dieser Armee hinter Stacheldraht, das 1929 erschienen ist, und mit Zwischen Weiß und Rot, das dann 1930 erschienen ist, die ersten beiden Bände der sogenannten sibirischen Trilogie oder der Deutschen Passion, wie man diese drei Bände auch nannte, geschrieben. Und das ist der starke Zwinger, weil der aus dem Erleben schöpft und weil er im Grunde völlig schonungslos beschreibt, wie es war, als junger, also wirklich blutjunger Fähnrich in Kriegsgefangenschaft zu geraten und im Grunde nur durch einen großen Zufall oder durch Gottes Fügung überhaupt in diesem Leiden und Sterben am Leben zu bleiben. Und er hat da einfachen Soldaten ein Denkmal gesetzt, er hat Offizieren ein Denkmal gesetzt, die versucht haben, die Truppe irgendwie durchzubringen, die dann da halb geschlossen in Gefangenschaft geraten ist. Er hat Elsa Brennström ein Denkmal gesetzt und er hat vor allem aufgehört, Denkmäler zu setzen, sondern hat die Belastung, die seelische Belastung und die physische Belastung, also wirklich auf eine erbarmungslose Art und Weise beschrieben. Und bis hin zu Tabuthemen. Das ist uns beiden in der Wiederlektüre nochmal aufgefallen, dass er beispielsweise die sexuelle Not in diesen Kriegsgefangenenlagern also auf eine unglaubliche Art beschreibt. Also wie die, da gibt es einen, der sich zu Tode onaniert. Da gibt es einen, der einsammelt und dann haben sie Geld und dann kommen ein paar Huren ins Lager und man weiß aber, man steckt sich tödlich an oder sieht dahin, wenn man dabei war, und er versucht dann einen Kamerad abzuhalten, das dann am Ende doch so, und das nimmt wirklich auch Raum ein in diesen Büchern. Das ist etwas, also was wirklich schonungslos ist. Das erklärt ja zum einen noch, dass insbesondere diese beiden Bände damals lagerübergreifend anerkannt wurden als Zeugnis dieser Zeit. Zum einen eben wegen des Leidens in der Kriegsgefangenschaft, was wirklich drastisch geschildert ist und schonungslos und eben auch keinerlei Heroismus. Das ist wie so ein Gegenentwurf, meinetwegen, zu den Stahlgewittern. Also da geht es im Grunde ja nicht um eine Aktivität des Kriegsführens, sondern rein passives Erleiden und Erdulden. Und immer wieder ist halt diese Frage,
oder was immer wieder eine Rolle spielt, dass die an der Heimatfront denken könnte, die machen sich in der Kriegsgefangenschaft bequem, ja, weil da kein Schuss mehr fällt. Und der sieht halt die ganzen Leute da sterben, wie die fliegen. Und das Zweite ist bei dem zweiten Band, Weiß und Rot, dass die Schilderung der letztlich der Niederlage der Weißen Armee, der macht diesen riesigen Ausweichzug der Kaczak-Armee Richtung Sibirien mit, also durch den wildesten Winter, die Leute erfrieren, also es sterben ja ständig Leute, also das ist wie so apokalyptisch, also ständig liegen am Wegesrand Leichen, alles wird geplündert, alles wird zerschlagen, also das ganze Land geht im Grunde unter. Und interessant ist eben, dass er versucht auch zu ergründen, auch wenn er jetzt kein großer Analytiker ist, wieso eigentlich gewinnen die Bolschewisten? Weil das Rätsel ist zum einen, der Kaltschak ist ein Charismatiker und er ist auch ein guter Stratege. Aber er hat keinerlei gesellschaftspolitische Vision. Also er kann im Grunde dieser schreienden Ungerechtigkeit, die er im Sowjet- oder im Russischen Reich schon geherrscht hat, im Grunde nichts entgegensetzen. Also er hält im Grunde daran fest, dass wir den Status quo wieder haben wollen. Und das hat den Leuten nicht gereicht. Und die sind immer wieder, wenn sie in eine Stadt kommen, wo vorher die Bolschewisten waren, wo die Plakate sind, die hängen lassen haben, immer wieder irgendwie beeindruckt von diesem Appell irgendwie an so eine Art Gerechtigkeitsempfinden. Und was die eben nicht vertreten. Das hat es auch gegeben. Wrangel zum Beispiel hat auf der Krim eine Art Bodenreform durchgeführt. Aber das war eben in dieser Armee nicht möglich. Und diese Schilderung hat letztlich schon so einen Keim dessen, wieso konnte der Bolschewismus eigentlich siegen? Und das ist ziemlich erhellend, wenn man das liest, insbesondere auch wenn man die einzelnen Typen, die er so vorstellt, sieht. Und das ist ja wiederum so, was die Sache jetzt literarisch nicht übermäßig hervorragend macht. Er ist natürlich ein Holzschnittautor. Ja, das genau. Also kommen wir zur zweiten Liga sozusagen. Mhm. Er ist jemand, der Charaktere festlegt und die sind nicht vielschichtig. Also man weiß einfach immer, wie sich jemand verhält. Und das, wenn der in den Raum tritt, ist es immer ein ähnlicher Spruch, eine ähnliche Atmosphäre, ein ähnlicher Einwand, ein ähnlicher Witz. Oder dieselben Leute sind aufgebracht über den, der da reinkommt. Ja? Weil die sich immer bockeln und aneinander laufen. Und es gibt da also keine Entwicklung im Grunde der Figuren. Trotzdem ist es so, also andersrum, er hat in den ersten beiden Bänden weniger, später dann sehr etwas Rührseliges. So Sentimentales. Was ja. Sentimentales, was dann auch wirklich den Kitsch nicht nur streift, aber in den ersten beiden Bänden ist es eben nicht spürbar oder nicht so spürbar. Und er ist jemand, der eine Botschaft hat. Und das ist vielleicht das Nervenaufreibende an den Büchern überhaupt, dass er ständig Leute zusammen gruppiert, die dann schlecht eingeführt, aufwendig über irgendwelche Gedanken zu erzählen beginnen. Und daran kann man ja gute Autoren erkennen, dass man sozusagen diese Kulissenschieberei nicht hört. Also dass man nicht hört, die müssen jetzt also so eine Art Arrangement errichten, damit sich Leute unterhalten können. Und das, er kann das nicht gut. Also bei ihm hört man ständig, der kommt jetzt nur, muss auch gerade aufs Klo, weil die sich unterhalten wollen. Ja? Er muss eigentlich gar nicht wirklich oder so. Sehr schlechtes Beispiel, aber wissen, was ich meine. Ja. Das ist hier insbesondere im dritten Band dieser deutschen Passion deutlich. Also der fällt halt extrem ab gegenüber diesen beiden Erlebnisberichten. Hier geht es jetzt darum, dass also die Kriegsgefangenen, die hier zum einen Kriegsgefangen, zum anderen eben gepresst waren, in die Weiße Armee, dass die zurück nach Deutschland kommen 1920. Und er steht dann am Kai, da wo das Schiff einläuft, nimmt die in Empfang und bringt die auf ein ostpreußisches Rittergut, damit die sich alle ganz in Ruhe wieder akklimatisieren können. Und diese Idee hat schon was Surreales, weil es wie so eine Parallelwelt auf einmal ist. Alle kämpfen noch mit den Nachkriegsfolgen und dann gibt es da halt so einen gütigen Rittergutsbesitzer und kommt alle her und erholt euch erstmal. Und wer es nicht arbeiten will, verstehen wir schon, alles nicht so schlimm. Also hat schon fast was Sanatoriumsartiges so, was er ja auch kurzzeitig erlebt hat. Allerdings eben in einem richtigen Sanatorium. Das hat jetzt hier so fast weltanschauliches Sanatorium. Und da ist sozusagen der Kunstgriff, und das meinst du mit dem Knirschen, dass er halt mindestens einmal am Abend hält er irgendwie so eine Art politischen Bildungsunterricht ab mit den Wiedergekommenen, damit er halt dem Leser vorführen kann, was ist gerade in Deutschland passiert. Und das Zweite ist, dass der Oberleutnant Saltin regelmäßig Geschichten erzählt, wenn alle zusammenkommen. Genau, und also kommt immer wieder einer mit Zeitungen rein und weiß,
dass jetzt gerade in Oberschlesien der Annaberg erobert wurde oder zurückerobert wurde oder dass jetzt im Baltikum was los ist, dass es Ruhrbesetzung gibt, Schlageter geistert dann so durch die Spalten und so. Das ist, das kann sehr, sehr gut sein. Also ich finde ja, dass die Methode an sich ist eine Idee, dass im Grunde Leute abgeschottet sitzen, im Grunde auch wirkliche innere Pazifisten sind. Das ist also eine sehr deutliche Botschaft, die Dwinger immer wieder bringt, dass er sagt, also der Krieg ist die Hölle. Ja, und die Kriegsgefangenschaft und das Leid im Krieg, das ist wirklich die Hölle. Das ist nicht immer der Held und der Orden und so weiter, der schnelle Tod, sondern das ist unglaublich furchtbar. Und die sitzen da und von der Aufstellung, von der Idee her ist es gut, aber die Umsetzung, da merkt man, dass er die schriftstellerische Fähigkeit nicht hat, das wirklich zu fassen. Ja? Also wenn Sie es jetzt mal mit so einem Sanatoriumsroman Thomas Mann vergleichen oder so, dann ist das halt, ja, so. Zeitgeschichtlich ist es dann auch interessant, weil das spielt ja in den Jahren zwischen, glaube ich, 21 und 24 und natürlich werden die ganzen Ereignisse aus der damaligen Perspektive von Dwinger, 1931 oder 32 erschienen, geschildert. Also da geht es dann schon eher die Perspektive, Entzückungen der Weimarer Republik werden so ein bisschen übertragen auf die Frühphase der Weimarer Republik. Und das spiegelt sich da alles irgendwie wieder. Also insofern, zeithistorisch ist es nicht uninteressant, aber literarisch ist ein recht mühsames Geschäft. Ideengeschichtlich interessant, das hast du ja schon angedeutet. Er hat Verständnis. Er hat Verständnis dafür, dass der Bolschewismus eine Idee ist, dass der Raum greifen konnte, dass der sogar siegreich Raum greifen konnte in so einem Land wie Russland. Und das ist seine große Angst, die ja übrigens eine Angst ist, die in Erklärungen, warum es zum Nationalsozialismus kam, heutzutage ja oft nicht erwähnt wird. Also diese konkrete Angst davor, dass sowas wie der Bolschewismus auch in Deutschland Raum greifen könnte, zumal eben in dieser wirtschaftlich extrem schwierigen, um nicht zu sagen lebensbedrohlichen Situation, dann so von 1929 bis 1933. Und also, dass er tatsächlich ernsthaft durchdekliniert, bei uns ist es auch nicht gut, der Bolschewismus steht im Grunde als Paradigma vor der Tür. Wir kennen das Grauen im Osten. Was gäbe es für Deutschland für einen Weg? Und dieser dritte Weg, weil er den westlichen Kapitalismus im Grunde auch ablehnt, der es nicht organisiert bekommt, wie könnte der sein? Ja, und das ist dann weltanschaulich eben diese Nähe zum nationalen Sozialismus. Genau, das ist mal so was Nationalbolschewistisches fast. Also der, das ist ja auch viele theoretische Diskussionen, die eben sich darum drehen, wie kriegt man den Ausgleich hin zwischen, was weiß ich, ja, Freiheit und Gerechtigkeit oder so. Ne? Das spielt eine große Rolle, weil ihnen allen klar ist. Also es wird zum Beispiel plastisch an der Frage, die Kriegsheimkehrer sind ja teilweise auch aus den baltischen Provinzen Russlands gewesen, die jetzt eben auf diesem ostpreußischen Bauernhof sind. Da stellt sich natürlich die Frage, wie kommen die eigentlich wieder zum Stück Land? Wie siedeln die? Und dann wird die Frage erörtert, ist es eigentlich nicht ungerecht, dass jetzt der Gutsherr da hektarweise Land hat und die haben nichts und sollte man nicht alles aufteilen? Und dann wird da ganz offen diskutiert, dass es natürlich volkspädagogisch durchaus sinnvoll wäre, das aufzuteilen, weil eben natürlich Eigentum verpflichtet und die Leute eben zu Leistungen animieren würde. Aber rein wirtschaftlich ist es nicht sinnvoll, weil in der Regel eben nicht mehr Ertrag dabei rauskommt. Also das sind so Debatten, die da recht offen geführt werden. Und wer sich dafür interessiert, ist es, glaube ich, auch noch ein Gewinn, dieses Buch. Ja, auf jeden Fall. Lass uns jetzt aber mal traditionellerweise, wir haben ja immer ein passendes Getränk. Jetzt haben wir ja die sibirische Trilogie behandelt. Genau, jetzt dürfen wir auch einen Wodka trinken. Genau. Also. Zum Wohl. Mach so, du mal weiter, bitte. Ich glaube, ja. Wir machen mal fix weiter mit einem eher Nebenwerk, würde ich fast sagen, jetzt auch jetzt biografisch nicht so 100% interessant. Er hat eh die Neigung zur Reihenbildung und hat dann die letzten Reiter, genau, das steht, glaube ich, besser hier, und auf halbem Wege eine Fortsetzung. Das können wir relativ kurz machen.
Das sind zwei Freikorps-Romane, die ein fiktives Freikorps Mansfeld zum einen im ersten Band in die Baltikum-Kämpfe führt und im zweiten Band dann in Ruhrkampf und den Kaputsch. Und auch da ist dieses Strickmuster ähnlich, Typen recht holzschnittartig. Dwinger schöpft ja hier und auch schon bei dem Wir rufen Deutschland eben nicht mehr aus dem eigenen Erleben, sondern ist auch viel Angelesenes dabei. Also man merkt hier zum Beispiel, dass er Ernst von Salomon sehr intensiv rezipiert hat. Also so als Quelle. Also die Bücher sind sehr pferdelastig, klar, Freikorps beritten und so. Und aber auch wiederum zeithistorisch nicht uninteressant. Also ist das eine Perspektive auf diese ganze Sache. Ich kenne Freunde, die also diese beiden Dinger für die mitbesten Freikorps-Romane halten. Gut, also das ist jetzt Geschmackssache. Wir hatten eigentlich vor, auch mal so rund um Dwinger auf andere Bücher hinzuweisen, die vielleicht auch den russischen Bürgerkrieg oder andere Phasen besser fassen, aber vielleicht... Wir können es ja kurz nachholen. Also wir, ja. Den russischen Bürgerkrieg, hast du recht, wir wollten also auf Bulgakow hinweisen. Bulgakow, die Weiße Garde. Ja. Wir wollten auf Scholochow hinweisen, Stille Don. Wir wollten auf Isaac Babel, die Reiterarmee. Das ist diese ganze Bojoni-Geschichte. Also Bojoni hat ja dann letztlich die Wrangel-Armee besiegt. Und, ach ja, dein Lieblingsbuch, Dr. Zhivago, spielt ja auch teilweise. Also nie gelesen, ja. Nur mal reingeguckt. Film ganz oft gesehen. Ne? Film einmal, ja. So, bei meiner Oma. Ja, also... Nee, in der Kompaniebibliothek gab es den Film. Ja. Nein, also... Freikorps, ganz klar, wenn man Schlesien lesen will und so weiter, niemals bitte, wir rufen Deutschland, wo das ja nur so als Flüsterpost dann ins Sanatorium kommt. Na, der Landsknecht zieht immer los, ne? Von Bronnen OS, ja, also das ist der Roman über die Freikorpskämpfe in Schlesien, modern, expressionistisch, beinahe. Von der ganzen Anlage her, das ist wirklich ein unglaubliches Werk. Ich habe es heute. Aber wir hatten Bronn schon besprochen. Haben wir doch schon bei unseren Schlesien. Ja, aber ich kann es auch nochmal erwähnen. Ja, jetzt nicht so ausführlich, wir haben nicht so viel Zeit. Wir sind jetzt im Dritten Reich, ne? Dwinger. Ja. Achso, wir müssen vielleicht noch kurz zu Dwinger sagen. Der Dwinger hat ja im Grunde nichts gelernt. Also, das heißt, er war Dragoner, dann kriegsgefangen und kam zurück. Und erinnerte sich, dass seine weitesten Vorfahren, sein Vater war bei der deutschen Marine Ingenieuroffizier, dass also seine Vorfahren irgendwann mal Bauern gewesen sind. Und er hat sich dann recht zügig im Allgäu angesiedelt. Und was hat er sich da? Ein Pferdehof, selbstverständlich. Und hat also sowohl Pferde gezüchtet als auch Landwirtschaft betrieben. Nur das ist so der Hintergrund. Also er war dann im Grunde zum einen Bauer oder Pferdezüchter und Schriftsteller. Das war also seine Existenz. Du hast ja im Vorfeld schön gesagt, also als wir vorgesprochen haben, er schreibt, er hätte eine Tendenz zum dicken Buch. Ja. Ja? Und wirklich 3-4 Misserfolge hingelegt und immer weitergemacht. Und das muss man ja schon sagen, das zeichnet ja den Künstler aus, dass er von sich selbst überzeugt ist und gar nicht so sehr darauf schaut, zunächst, wie viele Leute lesen mich eigentlich oder werde ich rezipiert. Und dann war eben wirklich erst die Armee hinter Stacheldraht und zwischen Weiß und Rot dann wirklich Erfolg. Ich kann mal zwei Zahlen nennen. 2 Millionen verkaufte Bücher und Übersetzungen in 12 Sprachen. Also das ist schon bedeutsam. Das ist eine Ausnummer. Also die Bücher, die sind einzeln, also die auch diese Freikorps-Bücher, die dann irgendwie 37, 39 erschienen sind, sind Erstauflage 50.000 Stück. Ja, das sind halt schon Zahlen, die eine gewisse Rolle gespielt haben. Vielleicht ganz kurz, weil du es erwähnt hast, das Frühwerk. Er hat im Grunde 3 Romane vor der Armee hinter Stacheldraht geschrieben. Und einen vierten auch. Da hatte er schon mal romanhaft versucht, sein Kriegsgefangenenerlebnis, das große Grab heißt es, glaube ich, oder das wieso, darzustellen. Es war kein Erfolg, wie du schon sagtest. Und dann gibt es halt so Korsakow und die 12 Räuber. Das sind alles so Dinge. Irgendeine russische Legende wird dann verfremdet. Fürst Korsakow geht in den Wald, sitzt in seiner Hütte und denkt im Grunde über sich und die Zivilisation nach. Also es sind alles so Selbstfindungsbücher. Dass die jetzt kein Erfolg waren, wundert einen nicht, weil die halt schon irgendwas Esoterisches haben. Und, aber interessant ist in der Tat, der blieb dran. Ne? So. Wir sind uns im Dritten Reich. Dwinger liegt irgendwie nahe, jetzt ein geschätzter Autor. Ja. Macht die Minimalkarriere. Genau,
wird irgendwie Untersturmführer in der Reiter-SS und NSDAP-Mitglied, glaube ich, irgendwann, und kriegt irgendwelche Preise. Ja, 37 erst, also ja, recht spät. Ne? Ja. Und war, glaube ich, auch in der Preußischen Akademie für Dichtung oder so. Ja. Also er hat so ein bisschen, er war also keinesfalls innere Emigration, er ist auch nicht emigriert oder so, sondern er hat gewusst, dass seine Bücher, seine Themen Konjunktur haben. Ja. Und er war immer überzeugt, dass es jetzt im nationalsozialistischen Deutschland darauf ankommt, die eigentliche Urauseinandersetzung mit dem Bolschewismus zu suchen und sie zu führen und sie natürlich zu gewinnen. Und das ist eine Sache, die er durch seine intimen Kenntnisse auch der Mentalität und dieser Form der Kriegsführung, der Roten und so weiter, tatsächlich für einen, ja, wie soll man sagen, tatsächlich sowas wie für eine Entscheidungsschlacht um den weiteren Weg Europas hielt. Genau, also kommt später nochmal zum Tragen im Krieg dann, aber schon vor dem Krieg. Hier eigentlich, ich will nicht sagen, Lieblingsbuch kann man jetzt nicht sagen, aber Und Gott schweigt, das ist, glaube ich, 36 erschienen. Das ist eine geschickt gemachte antibolschewistische Propaganda. Die Geschichte geht so, ein Kommunist, der schon immer nach Russland wollte, verlässt Deutschland, nachdem die Nationalsozialisten die Macht übernommen haben, 1933, und geht dann in die Sowjetunion, in das gelobte Land der Kommunisten. Und dann erlebt er, welcher Doppelmoral, wie die Bonzen sich's gut gehen lassen, wie die Leute geknechtet werden, kommt dann sogar in die Ukraine, wo eben der Holodomor, also die Auslöschung des ukrainischen Volkes durch Hunger, gerade stattgefunden hat, und schildert das alles. Und dann kommt dieser Kommunist, will dann natürlich wieder weg aus Russland, geht dann an die deutsche Grenze wieder und sagt, verhaften Sie mich, ich war Kommunist. Ist natürlich ein bisschen zynisch, wenn man so weiß, was dahinter steckt, aber es ist auch heute noch aus meiner Sicht echt ein Aufklärungsbuch. Also nicht jeder liest das Schwarzbuch des Kommunismus und nicht jeder den Archipel Gulag, das ist irgendwie auch relativ schwere Kost, aber das ist so als Einstiegslektüre gar nicht mal so schlecht. Jetzt musst du uns in deiner allseits geschätzten tiefen Bildung sagen, welcher deutsche Schriftsteller war denn in der Sowjetunion, kam geheilt zurück. Mir liegt der Name sozusagen auf der Zunge. Also Köstler. Arthur Köstler. Feuchtwanger. Der blieb Kommunist. Ich weiß nicht mehr, ich komme nicht auf den Namen. Also es gab so Leute, die rüber sind und zurückkamen und völlig schockiert waren, dass sie das nicht durchschaut hatten, schon aus der Ferne, was sie dort dann eigentlich live erlebt haben. Bitte. Heinrich Vogler, der Maler? Der blieb doch auch irgendwie so Kryptokommunist, oder? Nee? Ja, ja, klar, aber der blieb doch irgendwie links. Ja, ja, aber der blieb doch links. Der war doch nicht geheilt danach. Nee, ach so, ja, der war auch da, klar. Ja, gut. Aber was mir jetzt noch einfällt, bei, da war doch da, ist ganz interessant, wer noch in russischer Kriegsgefangenschaft war, ja, und da Karriere gemacht hat. Bruno Brehm? Ja. Lustigerweise, Bruno Brehm ist ein recht bekannter österreichischer Autor. Der Freisler. Roland Freisler. Ist ja auch 1915 in Kriegsgefangenschaft geraten und hat dann allerdings den Teil des Bürgerkriegs auf der anderen Seite mitgemacht. Als Roter. Als Roter, ja. Genau. Gut. Ja. Also insofern hat jeder seine Prägung mitbekommen. So, wir waren im Dritten Reich. Jetzt, das, klar. Und der nächste, da kommt jetzt, das ist vielleicht nicht ganz so interessant literarisch, die spanischen Silhouetten. Wo wurde der Bolschewismus außerhalb Russlands zuerst sichtbar? In Spanien, Bürgerkrieg, Franco. Das kann ich jetzt nicht so vorbehaltlos empfehlen. Nee. Also das ist jetzt so, Zwinger hat im Grunde Aufträge bekommen. Ja. Also der wurde geschickt als Schriftsteller, der vielleicht volkstümlich oder sag mal für die Masse schreiben konnte. Der sollte jetzt mal so ein bisschen literarisch beschreiben, was man dort wahrnehmen kann, wo gerade die Herdplatte heiß wird. Und das war in Spanien eben der Bürgerkrieg. Auch da gibt es ja Romane. Ja. Ja. Hemingway. Oder hier Rehm, glaube ich. Ne? Ja, Renn. Renn, genau. Spanische Silhouetten ist sein Beitrag. Und das ist ein ziemlich tröges Buch. Müssen Sie nicht lesen. Nee, müssen wir jetzt kein weiteres Wort mehr drüber verlieren. Aber es geht dann weiter mit Frankreich. Tod in Polen kommt. Tod in Polen kommt.
Auftragsarbeit, ja, tatsächlich vom Propagandaministerium. Da bist du also zufrieden? Etwas darüber zu schreiben, was denn eigentlich mit den Volksdeutschen in Polen los war, bevor die Wehrmacht dann einmarschiert ist, Polen besiegt hat und diese Leute im Grunde befreit hat. So, es geht um den 3. Diktion. September 1939 und die nächsten 3 Tage, in der es wie so eine Art Direktive gab für die polnische Armee und die Sicherheitsdienste, also die Deutschen auszurotten, fast kann man sagen. Die wurden dann halt teilweise totgeschlagen oder auf solche Trecks geschickt, verschleppt ins Inland. Und man schätzt heute sogar, dass da eben so 13.000 Leute, ungefähr 13.000 bis 20.000 Leute umgekommen sind. Schwerpunkt eben Bromberg, unter anderem. Genau. Und das ist eine Auftragsarbeit, mit der Goebbels dann zufrieden war. So ist literarisch nicht wertvoll. Allerdings muss man mal sagen, angesichts der Verdunkelung dieser Vorgänge in der heutigen Geschichtsschreibung, insbesondere in der populären, ist natürlich auch so ein Buch eine Aufklärungstat in irgendeiner Art und Weise. Ja. Na, die Frage ist halt, kennen wir Bücher, die dieses Thema anders behandeln? Weniger klischeehaft, seriöser? Ja, das ist eigentlich ungeheuerlich, dass ein Volk wie unseres die Erinnerung an auch diese Phasen nicht wach hält. Ja? Also was ist da literarisch erschienen? Was ist da wissenschaftlich erschienen? Ja? Das kann man ja ohne Schaum vor dem Mund und völlig nüchtern beschreiben. Also dass es im Grunde wie eine Art Wettlauf war, übrigens im Baltikum auch schon. Das ist ja in den letzten Reitern Thema. Die verschleppte der baltendeutsche Bevölkerung, die dann von Libau nach Riga verschleppt wird und unterwegs kommt halt die Hälfte um. Also wer beschreibt sowas? Wo sind die Dokumente? Wo ist die wissenschaftliche Aufarbeitung? Wo ist die literarische Behandlung dieses Themas? Gab ja mal einen sehr, sehr wichtigen literarischen Streit fast um dieses Thema. Literatur und Bombenkrieg. Ja, bringen Sie Leute mal zur Ruhe, bitte. Literatur und Bombenkrieg. Wo wurde der Bombenkrieg literarisch wirklich behandelt? So, und das könnte man genauso über diese frühen Phasen im Grunde der Zurückdrängung des Deutschtums in diesen Ostgebieten fragen. Ja, also ich habe das einmal in einem Literaturgespräch gesagt, dass eine der Tragödien des 20. Jahrhunderts ja diejenige ist, dass wir unsere Fühler in diese Länder verloren haben. Die Deutschen haben überall ihr Kontingent gestellt. In Rumänien die Siebenbürger, die Banater. In Ungarn die Ungarndeutschen, im Baltikum die Baltendeutschen. In der Tschechoslowakei wissen sie alles und so weiter. Und das 20. Jahrhundert kann im Grunde geschichtlich beschrieben werden auch als Kappung, gewaltsame Kappung, Rückzug und Ausmordung dieser Fühler, die wir in den Osten hatten. Und die uns ein tiefes Verständnis dieser Völker beschert hatten. Ja, und jetzt sitzen wir wie Blinde da und lassen uns in Kriege treiben und so weiter. Ja. Also ich glaube, Erik, du hast immer einen Horror vor meinen Gefühlsmomenten. Ja. Also, die gehören ja dazu. Weißt ja, du? Die gehören dazu. Also das ist kommen wir mal wieder mit dem Tod in Polen eben auch beschrieben. Also ein Vorgang, den eigentlich keiner kennt. So. Weiter geht's mit dem Panzerführer. Und zwar jetzt mal was Erfolgreiches sozusagen. 1940. Ja, Krieg in Frankreich. Dwinger hat sich, wie gesagt, wieder einen Auftrag erhalten. Hat als Sonderführer, das war so eine Dienststellung, die einem bei ihm als Art Leutnant, Sonderführer, der also als Berichterstatter im Stab der 10. Panzerdivision mit nach Calais gefahren ist. Calais wurde ja dann eingenommen und das schildert er halt. Und mir liegt dieses Buch eigentlich nur deswegen am Herzen, weil er so unglaublich für die Aufklärungstruppe schwärmt. Ja.
Und der, da, im Grunde der Ersatz für die Kavallerie. Genau. Ja, genau. Und da ich ja dann die, auch die da, USA, nee. Da ich da ja dienen durfte, bin ich also war ich da durchaus angetan, wie er dieses mit diesem leicht sentimentalen Gucken aus ihren Spähpanzern. Und genau, wir waren ja auch beide Aufklärer in der Bundeswehr und wir haben ja im Abzeichen die Fahnen, dieses Fähnchen, genau, ja, die Lanze mit Fähnchen. Ja, ja. Das ist ja immer noch, kommt immer noch von diesen Dragonern her. Ne? Genau. Nee, waren sie Husaren oder die? Es waren eigentlich die Husaren. Husaren, Entschuldigung, die, von den Husaren her. Genau. Genau. So, dritte Arbeit. Ja, also ist wen es interessiert, ist nicht uninteressant. Ja. Dritte Arbeit, Wiedersehen mit Sowjetrussland. Da sind wir wieder bei Russland? Ja, wieder als, also. Ja. Ich trinke heute nur bis zum Strich. Hm? Auch das Auftrag, wieder 10. Panzerdivision, jetzt im Osten. Und das ich finde es in Teilen albern. Mhm. Also das hat irgendwie sowas, der kommt sich vor wie auf so einer Erkundungsfahrt. Der weiß ja gar nicht, also das ist ganz komisch, weil Zwinger ja eigentlich davon ausging, dass diese Auseinandersetzung mit Sowjetrussland die Weltfrage klärt. Also wohin geht die Reise? Ja? Und jetzt kommt er darüber als Sonderführer, das ist ja so ein komischer Titel, das ist so wie Derf alles. Ja? Und fährt da mit seinem Geländewagen und seinem Fahrer immer mit so einem Sektkelch in der Hand oder auch nicht an die entscheidenden Übergänge, ja? Flussübergänge und guckt, oh, da geht es noch nicht weiter, da ist ein kleiner Stau, fahren wir mal 20 Kilometer, da gibt es einen neuen Übergang und da kommen wir gleich rüber und so. Und das ist irgendwie so mir fast zu frivol auf eine Art. Das ist Gefechtsfeld-Tourismus genau, auf eine gewisse Art. Ja. Also ich mochte das, ich habe es gelesen, weil mich dieser Ostkrieg ja unglaublich bewegt. Ja? Also was rüberkommt, ist die Grenzenlosigkeit. Das ist ja das, was man in Kriegstagebüchern im Osten immer lesen kann, dass die Leute sagen, ich komme von der Mosel und jetzt bin ich im Grenzenlosen. Also ich komme aus etwas Lieblichem und der Krieg in Frankreich war ein Krieg in einem lieblichen Gebiet im Vergleich irgendwie und jetzt bin ich im Grenzenlosen. Es gibt eigentlich nichts zwischen mir und dem Ural. So, ja. Und das kommt zum Positiven noch in Andeutungen raus in dem Buch. Ja. Aber ansonsten ist es, wie gesagt, finde ich läppisch. Ja. Ja, einerseits. Andererseits deutet sich ja das schon auch ein Thema an, was Ihnen in den letzten Jahren des Dritten Reiches durchaus bewegt, nämlich sein vehementes Veto gegen die Untermenschentheorie. Nämlich, er sagt halt, die Russen sind keine Untermenschen, sondern die sind halt vom Bolschewismus wie so zu Ameisen gemacht worden. Und die müssen im Grunde wieder befreit werden und das geht. Also die Russen sind nicht per se schlecht. Also das beginnt in diesem Buch? Beginnt in diesem Buch, finde ich, weil es kommt ja immer in der Situation, da kommt dann in eine zerschossene Stadt und dann sieht er da irgendwie, wie die Leute dann, oh Gott, der Kommissar ist nicht mehr da, jetzt kann man wieder offen reden und so. Und da sieht er irgendwie so ein gesundes Russentum auf einmal wieder. Und ich finde schon, dass das in dem Buch vorkommt. Natürlich ist das ein Propagandaschinken, machen wir uns nichts vor. Ja? Aber ich meine, so erwachsen sind wir alles, dass wir das irgendwie dann irgendwie auch filtern können. Ich finde doch, dass es dabei rauskommt, dass er da schon auf der Suche ist nach dieser Möglichkeit oder dieser Idee, die er Vlasov-Zitat, dieses Russen kann durch, Russland kann durch die Russen besiegt werden. Dass das da schon fast ein Keim hat. Er sagt das noch nicht. Aber auf jeden Fall ist jede Begegnung mit den Russen, wenn jetzt nicht Kommissar dagegen steht, fallen die sich auf einmal an zu öffnen. Ja, so. Und das, finde ich, kommt da schon vor. Also ich finde das, ja, klar, es ist, wie gesagt, es ist ein Propagandaschinken. Aber wenn man dann den Rest der Geschichte von Dwinger weiß, wie es weitergeht, hat das durchaus eine Bedeutung. Wie geht es denn weiter? Dwinger, das war im Grunde sein letztes Buch im Dritten Reich. Er hat sich dann ja wirklich stark gemacht für die. Also in dieser Frage, die uns ja historisch alle irgendwie umtreibt, warum hat man eigentlich nicht diese befreiten Völker bewaffnet und gegen die Moskau gejagt? Ja? Also genau. Einfach jeder Ukrainer kriegt den Knarre und läuft in die richtige Richtung. Auch jeder Russe. So, das und war jeder Russe. Ja. Und also es war ja 1 Million hilfswilliger Russen am Ende in der Wehrmacht und so weiter und so fort. Warum versaut man sich das Ganze durch diesen Rassenwahn, ja? Oder diesen Untermenschen? Diese Untermenschenerzählung. Das ist Zwingers Thema und er hat wirklich eine Denkschrift nach der anderen verfasst, auch Artikel verfasst in NS-Organen, in denen er dafür geworben hat,
den Befreiungsimpuls zu nutzen und zu sagen, diese Leute fühlen sich wirklich befreit. Die haben unter dem Bolschewismus die Hölle erlebt und die hoffen jetzt sehr, dass es besser wird, ja? Dass sie befreit sind. Und er hat es wohl in extenso so getrieben, dass er fast in Ungnade gefallen ist. Gibt ja andere, die auf diesem Feld aktiv waren. Laufenberg beispielsweise war ja dafür zuständig, im Ministerium für die Ostvölker, also für die, ich weiß, hat einen bestimmten Titel dafür. Und diese Denkschriften von Dwinger sind letztlich auch über seinen Schreibtisch gegangen. Und Dwinger hatte dann de facto ja, also er hat nichts Neues mehr publiziert. Bestimmte Sachen wurden noch nachgedruckt, das hat man ihm also nicht genommen. Er war ja darauf auch nicht angewiesen. Aber er war ja ganz stark involviert in zwei Geschichten, vor allen Dingen in eine. Es gab ja zwei Versuche oder auch letztlich durchgeführte Versuche, die Russen oder die Ostvölker irgendwie zu integrieren in die Wehrmacht, jetzt nicht in die Waffen-SS. Zum einen eben die Kosaken. Da gab es ja ein eigenes Kosakenkorps unter Helmut von Pannwitz, was im Grunde ja nur im Partisanenkrieg eingesetzt wurde. Das war das eine. Und das andere eben die russische Befreiungsarmee unter General Vlasov, die ja, glaube ich, erst Ende 44 oder so überhaupt aufgestellt wurde. Aber da reden wir dann auch von insgesamt fast 200.000 Leuten, die diese beiden Verbände umfasst haben. Und dieses Werben dafür, Sie hören schon an den Jahreszahlen, das war im Grunde fruchtlos und wurde erst dann erhört, als es im Grunde zu spät war. Und das ist so das Thema von Dwinger dann nach dem Krieg. Den Preis, den die Russen und die Kosaken gezahlt haben dafür, der war nämlich ziemlich hoch. Also Sie kennen vielleicht die Geschichte, dass die Kosaken und auch die russische Befreiungsarmee natürlich berechtigterweise Angst hatten, an die Sowjets ausgeliefert zu werden bei Kriegsende und sich also von Versprechungen der Westalliierten haben dann nach Kärnten locken lassen, also die Kosaken. Und die sind dann ausgeliefert worden. Und da gab es ja dieses Art ja, Selbstmorddrama, wo die sich dann eben in den Fluss gestürzt haben, sich gegenseitig erschossen haben und eben ja auch alle hingerichtet wurden, also die Generale. Ne? Also Pannwitz ist hingerichtet worden, Vlasov ist hingerichtet worden. Das heißt, der Versuch, den Bolschewismus eben mit Russen zu besiegen, ist gescheitert. Und das war dann eigentlich, ja, oder eines der wesentlichen Themen von Dwinger nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat er dann nochmal eine Trilogie verfasst. Ich halte das jetzt nochmal kurz rein. Das ist, wer sich dafür interessiert, ist jetzt nicht die schlechteste Lektüre. Zum einen ein Buch über General Vlasov. Vlasov war ja also ein Karrieregeneral bei den Sowjets, der in Gefangenschaft geriet und für den Befreiungskampf gewonnen werden konnte. Und unter ihm ist dann die russische Befreiungsarmee aufgestellt worden. Dann der zweite Band dieser Trilogie war Sie suchten die Freiheit. Das ist der Roman oder die Tragödie der Kosaken, die also ausgeliefert wurden an die Russen. Und das ist ja eins der ganz großen Tragödien am Ende des Zweiten Weltkriegs. Neben vielen anderen natürlich, kommen wir noch zu. Und die verlorenen Söhne. Das ist insofern interessant auch, dass dort ein Trupp von Leuten, die ausgeliefert werden sollen an die Sowjets, also zusammen, da sind dann irgendwie Kosaken, ein Russe und ein Waffen-SS-Mann und zwei Frauen, die dann eben abhauen und den Partisanenkrieg in der Karpato-Ukraine weiterführen, bis 1948, und dann nach Bayern fliehen. Ja, also das hat wohl einen realen Hintergrund. Also das war so sein zweites, oder ja, das Thema nach 1945. Lesenswert, glaube ich, aber nur für jemanden, der sich wirklich dafür interessiert. Ja, aber es berührt ja eben wieder Themen und man muss manchmal sagen, so wie dieses Kriegstagebuch von Dwinger über Wiedersehen mit Sowjetrussland, vergleich es mal mit Kleppers Tagebuch, das wir auch veröffentlicht haben in unserer Meander-Reihe und über das wir gesprochen haben, als wir Klepper als Thema hatten in unserem Literaturgespräch. Dwinger spricht Themen an, die in Vergessenheit geraten könnten oder wirklich vergessen sind. Und das ist wirklich, wirklich wertvoll. Und man bedauert eben manchmal, dass es Dwinger ist, der dieses Thema anfasst. Ja, das ist tragisch, also weil das ja wirklich beispielsweise diese Frage, war der Zweite Weltkrieg am 8. Mai zu Ende, ja, oder am 9. Mai für Deutschland?
das ist natürlich überhaupt nicht so, wenn Sie sich die Vertreibung anschauen. Und die, für Rumänen ist es überhaupt nicht so, weil der Widerstand in den Karpaten von tapferen Männern bis in die 50er Jahre hinein weitergetragen wurde. Das war damals, als wir über Bergl sprachen, ein Thema. Ja. Schauen Sie sich an, was in Ostpolen los war, in Wolynien, in den ukrainischen Karpaten, wie Leute versucht haben, irgendwie durchzukommen oder eben Widerstand zu leisten gegen etwas, was sie als Hölle empfanden und jetzt ihnen wieder treute, weil eben der dritte Weg nicht funktioniert hat, weil der dritte Weg nicht gewonnen hat. Ja. Und das ist, also Zwinger hat den Finger in die Wunde gelegt, im Grunde auch auf Themen, hat Themen angefasst, die der Westen nicht, von denen der Westen nichts wissen wollte. Ja. Insbesondere auch auf heutiger Perspektive. Also das war ja damals durchaus noch ein Thema, weil die Bücher haben sich immer noch recht gut verkauft. Also ich glaube, der hat da von den Dingern auch mal 30.000, 40.000 Stück verkauft. Ja. Es gilt auch für dieses Buch, Wenn die Dämme brechen. Das ist 1950 erschienen und schildert ja den Untergang Ostpreußens. Und ich war so bei der Hälfte des Buches, dachte ich so, naja, das ist halt so wieder ein Dwinger, also immer eine Situation und dann wird eine Geschichte erzählt, dann geht's weiter. Und dennoch muss ich nachsagen, nach Ende der Lektüre, das ist durchaus eben auch wertvoll, weil diese ganze Geschichte, nicht nur des Untergangs, sondern auch die Frage, wie ist es dazu eigentlich gekommen, also dass eben eigentlich nationale Leute auf einmal dem Nationalsozialismus anheimfielen, ja, so sagt, dass das alles aus einer Perspektive erklärt wird, eben eines nationalen Mannes von 1950. Und die Erklärungen sind natürlich alle viel plausibler, als was wir heute zu hören bekommen. Und deswegen ist, auch wenn es auch wieder teilweise recht mühsam ist, das durchaus eine wertvolle Lektüre. Also er versteht diesen Untergang, also die Russen kommen, der Dreck flieht, das ist dann alles so multiperspektivisch, da kann man, das ist nicht ganz richtig, aber zum einen flieht der Dreck von dem Gut, dann gibt es die Geschichte ehemaliger Kommissar von Ukraine, der versucht dann gerade noch was wieder gut zu machen, indem er die Hitlerjungen alle sozusagen versucht, aus Ostpreußen rauszubringen. Und so werden so verschiedene Schicksalsstränge miteinander verwoben und interessanterweise kommen da auch die ganzen Charaktere, die aus Wir rufen Deutschland, also von der Recke und wie die alle hießen, die Siedler in Ostpreußen, die damals Land bekommen haben, müssen jetzt ja auch fliehen. Und das ist viel auch Theorie, wie konnte es dazu kommen, aber das ist einfach, wenn man überlegt, was heute darüber erzählt wird an Geschichten, dann ist das wirklich fast Gold wert, dass es sowas noch gibt. Wenn der 2015er Flüchtling verglichen wird mit der Frau, die mit vier Kindern in Allenstein aufgebrochen ist, mit einem Kind in Lübeck ankam. Ja, also das ist alles erschütternd. Ja. Ja. Also das ist so, ich meine, Sie sind alle geschulte, erwachsene Leser und lesen Sie solche Bücher bitte entschlackend. Ja, lassen Sie einfach die Teile weg, die irgendwie komisch sind, die zu geschwätzig sind und lesen Sie mal den Kern. Der Kern ist entsetzlich. Also der ist wirklich entsetzlich. Das ist, wenn Leute im Januar aufbrechen und im März bei Danzig sind und wissen, es geht nicht mehr weiter. Es ist jetzt durch. Die Russen sind schneller. Wir müssen übers Haff, wir müssen über die Nordsee, die Ostsee. Da fällt der Name Gustloff. Ja, da fallen andere Namen und so weiter. Und dann wissen Sie, das ist im Grunde wie ein Würfelspiel. Ja? Oder Sie versuchen, unter einem Gartenschlauch durchzurennen, der sprüht und sind der Einzige, der trocken bleibt, während fünf andere nass werden. Das war so ein Kinderspiel bei uns früher, durch diese Sprenkleranlagen. Ja? Und ich habe das immer übertragen und mir irgendwann mal gedacht, wie ist es, wenn ich um mein Leben rennen muss und ich weiß, einer bleibt trocken, zehn werden nass. Und genau so ist es. Und das beschreibt Zwinger. Und das ist, man würde sich wünschen, es würde ein anderer beschreiben. Ja? Aber man kann es entschlacken und dann ist, wenn wir jetzt über den Kernbestand reden, Armee hinter Stacheldraht, zwischen Weiß und Rot und Gott schweigt und Wenn die Dämme brechen. Ja. Vier Werke eines Schriftstellers, zweite Bundesliga, vielleicht sogar Regionalliga, aber die sind Kernbestand. Ja. Also ich wollte jetzt nicht abbinden. Ne, doch, also wir sind im Grunde auch, wir sind den Dwingers uralt geworden, obwohl er ja irgendwie 1982 erst gestorben, glaube ich. Ne? Mhm. Vielleicht ein Buch zum Schluss noch, weiß nicht, was wir beide so eher überflogen haben, glaube ich, die 12 Gespräche. Das ist ja so eine Art mythisches Buch.
Ja, das hat jeder mal gehört, kaum einer hat es gelesen. Das ist ein Rechtfertigungsbuch. Ja, und es ist jetzt längst nicht so spektakulär, wie man denken könnte. Also Springer, Zwinger spricht mit Guderian? Mit Himmel, so. Himmler, ja. Mit Guderian, ja. mit so Leuten. Und das ist natürlich nachgereicht, das Buch. Und das ist das Peinliche an diesem Buch, dass er natürlich nachgereicht weiß, wie ein Gespräch hätte eigentlich verlaufen sollen. Ja? Vermutlich sind die Gespräche anders verlaufen, die er damals geführt hat. Ich empfehle es nicht, obwohl es irgendwie so ein mythisches Buch ist. Ja, ganz komisch, also es gibt ja so Bücher... Kennen Sie mythische Bücher? Die Stadt von Salomon, ja? Die hat keiner, 500 Euro im Antiquariat. Ich habe es mal bekommen, ja? Gebunden von einer Buchbinderin, die zufällig im Publikum sitzt. Und die 12 Gespräche ist auch ein mythisches Buch. Ich hatte es nie in der Hand. Das ist eine Leihgabe, ja? von unserem Setzer. Der hat gesagt, er bringt mich um, wenn da ein Fleck drauf ist. Ja? Ja. Genau, wir begießen das jetzt mit Wodka, dieses Buch. Da kann er nichts dagegen haben. Also, aber das empfehle ich nicht. Das ist nachgereichte Rechtfertigung. Er war derjenige, der mit Himmler so sprach, wie keiner mit Himmler sprach. Er war derjenige, der Guderian erzählt hat. Und sagen Sie es nicht weiter an Hitler. Ja, ich sage es nicht weiter an Hitler, was Sie mir jetzt hier erzählen. Also, das streift schon das Peinliche, dieses Buch. Und trotzdem habe ich es halt als historischer Voyeurist gern gelesen. Ja, ja. Ja, genau. Er kann halt gut erzählen. Also jetzt diese Situationen, die sind schon gut erzählt. Weil er hat ja dieses, du hast gesagt, das ist was Slawisches, dass man immer ständig zusammenhockt und wie sich ich mag ja dicke Bücher. Ich weiß nicht, wer von Ihnen dicke Bücher mag, aber wenn so ein Roman 100 Seiten hat, freue ich mich tierisch, wenn er gut ist. Ja? Also der soll 1800 Seiten haben. Ich war ja viel in Rumänien früher und habe da so alten deutschen Bauern ein bisschen bei der Ernte geholfen und die haben ja alle irre Geschichten erlebt. Also die sind ja wirklich einmal durch die Knochenmühle gedreht worden. Ja. Die Knochenmühle des 20. Jahrhunderts haben die so richtig mitbekommen. Und wenn man dann am Abend bei so Leuten sitzt und die erzählen alle höllisch gern. Es gibt so Landstriche, in denen nicht gern erzählt wird. Und ich mag Landstriche, in denen, ja klar, die Preußen, ja, die so. Die Schwaben, die reden gerne über das Geschäft, ja, weißt du, so. Ja, genau, über die Bilanzen. Ja. Ja. Aber so Rumänien, das waren meine Abende. Also wenn da einer saß und der hat einfach nicht aufgehört zu erzählen. Ich mag auch rumänische Schriftsteller. Ich mag das, wenn Leute ununterbrochen die Dinge umwenden und erzählen und sich fragen, warum es so kam, wie es kam. Ja? So, und das... Lass uns den Faden verloren. Genau, also vier Bücher, das ist der Leserauftrag und das gehört... Genau. Wollen wir es ja nochmal rekapitulieren? Ja, bitte. Bitte, Armee hinter Stacheldraht, ja. Antiquarisch. Zwischen Weiß und Rot, Stocker Verlag, noch zu haben? Mit einem Vorwort von mir. Ja. Drittens? Und Gott schweigt. Antiquarisch. Ja. Viertens, wenn die Dämme brechen, antiquarisch. Ja? Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Genau.